Leckere Spaghetti Carbonara. Schnell und einfach zubereitet. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Zubereitungsart einer leckeren Carbonara. Die Zutaten dafür findet ihr in der Infobox. Ihr benötigt 200 Gramm geräucherter Bauchspeck, 1 bis 2 Knoblauchzehen, ca. 120 Gramm Parmesan, ein Ei, 250 Gramm Sahne, 400 Gramm Spaghetti, Olivenöl, Salz und Pfeffer, Muskat. Und schon könnt ihr loslegen. Zuerst schneidet ihr den Bauchspeck in dünne Streifen. Danach folgt der Knoblauch, welchen ihr klein hackt. Reichlich Nudelwasser habt ihr aufgesetzt. Ihr beginnt damit, ca. 1 Esslöffel Öl in die heiße Pfanne zu geben. Darin wird der Bauchspeck bei mittlerer Hitze langsam ausgelassen. In der Zwischenzeit schneidet ihr den Parmesan in ca. walnussgroße Würfel und geben diese in einen Mixer. Vergesst nicht, den Bauchspeck gelegentlich umzurühren, damit er nicht anbrennt. Den Parmesan klein mixen. Als nächstes bereitet ihr die Ei-Sahne-Mischung zu. Hierfür das Ei und die Sahne mit einer Gabel verquirlen. Dazu kommt frisch geriebener Muskat, Salz und Pfeffer. Zum Speck gebt ihr nun den fein gehackten Knoblauch. Sobald euer Nudelwasser kocht, kommen die Spaghetti hinzu. Die fertig gekochten Spaghetti gießt ihr nun ab und schüttet sie zu dem ausgelassenen Speck. Nun noch die Ei-Sahne-Mischung dazu und den geriebenen Parmesan. Das Ganze einmal kräftig verrühren und ziehen lassen. Fertig sind eure Spaghetti Carbonara. Jetzt noch anrichten und schmecken lassen. Wie es euch geschmeckt hat, schreibt mir doch einfach in die Kommentare. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch wieder gefallen. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal.